Zockermorde. Kapitel 13. Opfer. Ja, Leute. Herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Nach 1 Million Jahren. Ohoho, sorry, Leute, dass alles so lange gedauert hat. Aber das wollen wir nicht rumheulen. Wir zocken einfach weiter. Kidman ist weg. Ich muss ja selber wieder gucken, was hier los war. Mit irgendwas mit F verhauen, jawohl. Dann hatten wir doch hier wieder unseren Automaten. Dann nehmen wir doch mal alles hier in die Schlacht. Also gar kein Problem, würde ich sagen. Sieht schon toll aus noch, ne? Das Spiel. Kann man ja nicht anders sagen. Ich gucke jetzt erstmal kurz. Was habe ich denn hier überhaupt noch auf Tasche? Das weiß ich gar nicht mehr. Sind wir so lange her? Schande über mein Haupt. Ich weiß, ja. Ja, das Scharfschützengewehr. Okay, maximal 6, 3, 4, 2, 6. Das ist einmal die Schrotflinte. Reserve, Magnum, alter Abfahrt. Alles leer, Alter. So. Haben wir hiervon noch was? Ne, haben wir hiervon noch wenigstens von den. Ne, die Pfeile, die ich hochgeballert habe, habe ich natürlich auch nicht. So, 4 Schuss. Naja, damit müssen wir was anfangen jetzt hier. Kann ich das kaputt kloppen? Ich will. Da ist nämlich ein Safe drin, ne? Aber ich will jetzt hier nichts verschwenden. Ach ja, springen wir ja auch nicht. Ah, ah, ah. So, aber jetzt versprochen, ich ziehe es jetzt durch. Kommt jede Woche eine Folge, damit wir das jetzt zu Ende bringen und die Story mal weitergeht. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die das hier gerne gucken. Falls ihr es noch nicht woanders gesehen habt, naja, könnt ihr hier noch weiter gucken. Und ich werde hier gerade geblickt, Dingst. Seht ihr das Auge? Oh, mal das. Einer kaputt. Na, jetzt gucken wir mal, was mit Kidman los ist hier. Ich gucke mal trotzdem noch mal rum, was hier so ist. Man weiß es ja nicht. Ja, siehst du. Kisten über Kisten, alles mitnehmen, ne? Was nicht nied- und nagelfest ist. Na, hier sag ich doch ab. Einpacken. Ich brauche jeden Schuss, den ich kriegen kann. Wirklich jeden. Was ist hier draußen los? Sollen wir mal den Bösewicht hier platt machen? Jetzt habe ich schon den Namen von dem Bösewicht vergessen. Dann muss ich nochmal nachgucken. Ich bin übrigens auch aus dem Urlaub wieder, ne? Ich war ja im Urlaub. Jawoll, einpacken. Ein ganzer Schuss. Damit können wir wenigstens schon mal was anfangen, ne? Es wäre schön. Der Urlaub. So, jetzt sind wir hier im Kreis gelaufen. Eigentlich müsste das ja auch kaputt kloppen können hier. Aber irgendwie macht er nicht. Sagt er, nö. Das ist eine normale Kiste. Die ist ein bisschen heftiger. Die können wir nicht kaputt hauen. So. Kumpelino, was ist los hier? Nach unten. Halten. Wäre ich wieder zu stürmisch? Oh, Alter. Ja, wir müssen nach unten. Ich springe noch nicht runter. Hast du eine Pfanne oder was? Kannst du mal schön abessen. Jetzt werden wir es mal schön. Leertaste nehmen. Ja, das nehmen wir mal hin. So, und jetzt müssen wir mal hier wieder ein bisschen lesen. Das ist wieder das Tagebuch von Sebastian Castellanos. 1. September 2012. Mira ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Miras Verschwinden zu tun hätte. Ich bin einfach nur ein Spritti. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendetwas auf der Spur. Aber was zum Teufel? Was war sie auf... Au, ich kann da wieder rein. Jawohl. Also, weil ich das letzte Mal auch noch spielen können. Habe ich überhaupt noch ein bisschen was auf Tasche hier? Das war ja hier, das kann ich ja sehen, 5.950. Ey, komm, wir gehen erstmal rein. Da können wir auch gleich nochmal... speichern. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Weil, jeden Speicherpunkt in diesem Game nutzt du in den Krieg ganz. Was hart die Wumms. Guck, was hier noch passiert ist. Ich jemals wieder raus. Nein, kommst du nicht? Ich weiß auch gar nicht. Der Besuch ist schon eine Weile her. Ja, Baby, das stimmt. Hört sich so an wie so in so einem Puff. Ihr letzter Besuch war schon eine Weile her. Das sieht immer schäbiger aus hier, ne? So, habe ich eigentlich einen Schlüssel hier für die Dinger? Nein. Habe ich nicht! Oh, uff. Ist ja geil, ne? Also so, wenn das so langsam aufdrückt, so atmosphärenmäßig, aber so viel Tür, wie du hier aufmachen musst, immer nervt's. Aufmachen, Ende, komm, Abfahrt. Ah!
So. Was wollte ich denn hier hochbringen? Was haben wir denn? 10.000 braucht das? 30.000? Ist ja nix, ne? Nahkampfschaden, ja gut. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn du mal... ein paar Dinger verteilen musst. Ich habe ja eigentlich gedacht, weil du viel immer von diesem normalen Revolver, da bekommt man ja immer sehr viel Munition eigentlich. Oder ich hatte immer sehr viel. Da wäre schon geil, wenn wir das hinkriegen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss. Okay, ja. 9000. Ey, pass auf, wir sparen uns das jetzt hier einfach. Da bringe ich auch nichts mehr hoch. Kältebolzen und so. Nee, Fitness. Leben wäre nicht schlecht. Aber ich bin eh nie voll auf Leben. Ausdauer wäre auch geil. Oh, kostet 30.000. Hallo. 2 Sekunden plus SP. Was heißt denn das? Nahkampfschaden. Naja, Spritzenwirkung ist nice. Wir gucken mal, was wir noch kriegen. Ein Pünktchen hier. Ein bisschen Glibberkram, ne? Und dann schauen wir mal. Mal auf hier. Wieder eine Tür hier aufmachen. Ach, wir können ja mal gucken. Meistens, wenn hier mal was Neues anfängt, dann steht ja hier mal irgendwie ein bisschen was rum, was man lesen kann. So eine Zeitschrift oder so. Die bunte. Na, hier sag ich doch. Anwesen brennt ab. Jahrhunderte altes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Vectoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Jupp. Okay. So, Mädchen, dann speichern wir mal kurz ab hier. Kapitel 13, haben wir das mehr schon. Und tschüss. Ah, da haben wir auch, einmal haben wir ja auch die Spinne weggeknallt hier. Können wir hier wieder was gucken? Nö. Ach, wir hatten auch noch den Spaß hier letztes Mal, ne? Der ist ja hier der. Der kommt ja hier wieder raus. Der hat seine mentalen Kräfte hier, der König ist und so. Ja, da will ich nicht rein, da will ich nicht rein. Aber hier können wir nochmal rausgucken. Ja, wir müssen irgendwie runter. Ich wahrscheinlich mache jetzt mal wieder einen Step, wo ich, ah, hier, gucke. Huhu, da ist noch einer. Alter, bleib mal hier. Okay, warte mal hier. Scharfschützengewehr vielleicht. Was ist das da schon wieder? Na komm, wir springen jetzt hier erstmal runter. Kontrollpunkt. Naja, fängt ja gut an. Okay, das kenne ich noch nicht. Das ist irgendwas anderes hier. Wieder irgendeine neue Falle. Ist das Säure? Anscheinend. Oh ja. Ja, soll ich da durchgehen? Ich weiß es nicht. Hahaha. Ist wahrscheinlich besser, wenn ich... Entweder drückt er drauf oder ich. Glaube ich. War hier auch eine Pulle, um den herzulocken? Wäre ja schon nicht schlecht. Brauch nichts verschwinden, das wäre schon cool. Haben wir hier irgendwas? Nee. Ja, ist voll der Hacker jetzt hier, Alter. Was ist los? Leute. Habe ich nicht einen Taschenlamp? Ja. Die mich sehen oder so, ist mir auch egal eigentlich. Alter, was ist los hier? Konstrukt bricht zusammen. Oh, hier war doch irgendeiner eben, ne? Wo kommst du her? Wo kommst du denn auf einmal her? Ja. Verwüstung verursachen. Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Ja, ja. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Machen wir doch. So, jetzt müssen wir erstmal uns hier alles einsammeln. Uns ist hier, ja, super, Alter. Fahrstuhl, der hier ein bisschen im Arsch ist. Und wahrscheinlich kaputt kloppen.
Nur, ich muss den wahrscheinlich abschießen. Will ich das? Ich weiß es nicht. Feueralarm, alle auslösen. Na, okay. Das ist der Revolver oder das ist die Magnum? Okay, das scheint der Revolver zu sein. Ja. Damit könnten wir es wagen. Ah, ich bin so gut. Vielleicht bereue ich den Spruch, weil ich voll in die Fresse kriege. Okay, okay. Alter! Sag ich doch. Und erst hängt es da oben. Ich gehe das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Na super, Alter. Wir treffen uns weiter unten. Spitze, ey. Oh, Alter, der Krabbeln hier ist auch klasse, ey. Also ein Vieh kommt wieder am Arsch. Scheiße. Erst Kidman, dann. Okay, was ist hier los? Oh ne, nicht er schon wieder, Alter. Ich hasse ihn. Ohne Scheiß, ich hasse ihn einfach, den Idioten. Hä? Ach, ich hab das Pulli genommen, ne? So. Okay, jetzt nehme ich mir die Pulle aber mal und probiere hier mal ein bisschen damit zu spielen hier. Wenn ich den ablenken kann damit irgendwie, wäre geil, oder? Kontrollpunkt, ist klar, Alter. Okay, der ist da reingegangen. Dann gehen wir doch dahin. Dann brauche ich den jetzt doch nicht. Weil wo es brennt, da kann ich eh nie rein. Alter. Checkpot. Stecken. Also dumpfe Gefühl, der kommt. Erinnert mich gerade ein bisschen an Monstrum, auch nur so ein bisschen. Ach, komm raus, hier drauf schissen. Warte mal, hier ist doch noch irgendwo was. Was ist denn hier los? Warte mal, irgendwas wurde mir gerade angezeigt. Verstecken. Oh, Alter. Komm ich da hin? Nehmen, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Lalala. Okay. Was hau ab? Bin ich da? Keiner da, Junge, keiner da. Guck weg. Dreh dich um. Dann kommt der Papa und macht die platt. Oh yeah. Oh yeah, man kann es doch so lösen. Kacke, kacke, kacke!
Jetzt hat er mich. Was soll ich jetzt machen, Alter? Was soll ich hier machen? War gerade so stolz auf mich, ja? Und dann läuft er da rum, ne Assi. Ja, die Schrotflinte ist am wirkungsvollsten. Das habe ich jetzt auch begriffen und auf kurze Distanz allerdings, ne? So, hier war ja nichts. Lass mal hier rein, der läuft da draußen rum, was soll's? So. Nehmen. Nehmen. Nehmen, so, das war's, würde ich sagen. Hier war ja nichts mehr drinnen, ne? So, jetzt gehen wir mal hier rum. Hier war irgendwo wieder so bieb, 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 bieb. Ach, da. Ah. Okay, da muss ich mich verstecken, glaube ich. Vor dem muss ich mich verstecken. Kann das sein? Auch wie so ein Krebsgeschwür. Alter. Komm, komm. Jawohl. Geh deine Route ab. Dann kommst du zu mir. Komm ich hinter dich her und dann tot. Tod und Verderben. Oh, fällt dir nicht auf, dass es weg ist hier oder was? Und tschüss. So, jetzt muss ich mich aber vor diesem Idioten hier verstecken. Sonst bin ich nämlich hin. Ich glaube, der läuft ja so im Kreis. Kann das sein? Okay, ich darf hier auf jeden Fall... Oh, ich bin da natürlich genau in so einen Scheiß reingelaufen. Meine Fresse, Alter. Ich hoffe, der hat es nicht mitbekommen, dass ich hier bin. Das wäre übel, Alter. Das wäre richtig übel. Was ist immer da, Alter? Ohoho. Tada, Alter. Oh, Alter! Wir haben ja voll die Weapons hier. Ich renne aber durch jetzt hier. Abfahrt, Alter. Oh, Alter, was los? Bist du tot jetzt oder was? Komm, das hältst du aus, das hältst du aus, das hältst du aus. Ne, ich bin tot. Okay, einmal durchrennen ist nicht, Leute. Einfach durchrennen ist nicht drin. Gut, einmal probieren wir es noch. Alter. Okay, da musst du übelst aufpassen. Oh, ist das stressig. Also, jetzt hier nochmal rum. Jetzt kennt man ja langsam alles hier. Man weiß, dass der da rumläuft. Man weiß auch, dass man hier nach und nach echt vorsichtig einfach vorgehen muss. So, erste Runde ist nämlich jetzt hier erstmal das wegmachen. So, das geht auch nochmal zurück. Und das muss man hier abwarten, ne? Geht ja gar nichts. Bis er wiederkommt. Er dreht da fröhlich seine Runden.
Am besten ist, man schleicht sich irgendwie mal ran und versucht die so wegzukriegen. Das wäre das Optimalste. Weil man dann auch keinen Lärm macht, nicht? Er guckt es hier wieder. Naja, guck mal schön in Ruhe. Naja, man hat die Mechanik irgendwann raus, ne? Na, na. Jetzt kommt der Onkel. Und bringt dich um. Sacre bleu, oder? Super, so. Da ist er. Ruvik hieß er, ne? Ruvik. Aber das ist ja irgendwie auch nur so eine Nachmache von ihm. Was haben wir hier? Oh. Muss mal stehen, ich will das haben. Jawohl. Kann ich nichts nehmen, okay. Ich ziehe das da irgendwie hin. Ohne dass er mitbekommt, dass ich komme. Oh, fuck, Alter. Na, na, na. Ja, Alter. So. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier hinten hin, weil dann bin ich ganz schön angeschissen. Oh, Alter. Ja, okay, okay, okay. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Ich weiß noch nicht, wie ich mache. Ah! Kacke, okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ist lange genug. Es ist halt das Spiel, das dauert halt ein bisschen. Man muss da gucken, wie man das so macht und so. Das ist alles gar nicht so einfach, ne? Also, vielen Dank fürs Einschalten. Kapitel 13, Opfer. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, ne? Eure Zockermale.